Herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem Format, wo selbst Pikachu einen Gastauftritt will. Doch wir starten wie immer mit den Hacking-News und hier etwas, was die Gamer unter euch betreffen könnte, denn dieser Hack, der hat 5 Gaming-Companies getroffen, 2 davon scheinbar unter den weltweit größten davon. Der Hack ging von einer chinesischen Gruppe aus, zumindest vermutet man das, und zwar von APT27. Das ist eine relativ bekannte Hackergruppe und die haben sich einen Supply-Chain-Angriff zunutze gemacht. Ein Supply-Chain-Angriff zielt nicht darauf ab, dass die Gaming-Companies direkt angegriffen werden, sondern über etwas, was sie quasi als Software benutzen. Und hier hat es den Google-Updater getroffen. Der war scheinbar angreifbar über einen Side-Loading-Angriff. Das ist ein Vorgang, wo eine DLL so tut, als wäre sie die originale DLL, aber in Wahrheit ist sie eine bösartige DLL. Die wurde da quasi also so reingeschmuggelt und darüber hatten die relativ großen Zugriff. Normalerweise will APT27 eher Daten abgreifen und damit dann irgendwas machen. In dem Fall war es jetzt allerdings so, dass sie die Daten tatsächlich verschlüsselt haben, also ein Ransomware-Angriff, und ja, dann die Unternehmen quasi erpressen. Wer genau betroffen ist, das konnte ich leider nicht rausfinden. Das ist scheinbar noch unter Verschluss. Ich denke aber, dass wir da noch was hören werden davon. Die nächste News betrifft wahrscheinlich alle Krypto-Fans da draußen. Und zwar gibt es eine neue Malware, die Krypto-Wallets leerräumt, also Bitcoin, Monero, Ethereum etc. sind davon alle betroffen und ja, das ist im Endeffekt eine App, die richtig promoted wurde. Und zwar handelt es sich eigentlich nicht um eine App, sondern um 3 Apps, nämlich einmal DAO Poker, Jam und E-Trade. Diese 3 wurden scheinbar dabei erwischt, wie sie die Konten leergeräumt haben ihrer Benutzer. Problem war, sie wurden richtig beworben. Das heißt, es gab einen Twitter-Account, es gab einen Telegram-Account, gut, das ist jetzt nichts Besonderes, und es gab sogar einen Influencer, der die beworben hat. Mittlerweile sind die Twitter-Accounts gesperrt und die ganzen Anwendungen sind offline genommen, aber das war scheinbar ein richtiges Problem, denn die konnte nicht nur die Wallets leerräumen, sondern hat gleichzeitig auch noch Keylogging betrieben und so weiter und so fort, also hat mehr gemacht, als nur die Wallets leerzuräumen. Alles in allem eine komplizierte Sache und ziemlich gefährlich. Wenn ihr eine dieser 3 installiert hattet, dann schaut da gerne mal rein und guckt mal, ob ihr vielleicht davon betroffen seid. Wäre nicht so angenehm. Der Hack der Woche geht allerdings diese Woche an Zyxel. Zyxel ist ein Hersteller von verschiedensten Geräten, die alle irgendwas mit Netzwerk zu tun haben, sowas wie VPNs, Firewalls oder Network Attached Storage, von denen ich übrigens auch eins hatte. Das ist quasi ein Storage, den man einfach an seinen Switch oder seinen Router anschließt und dann hat man plötzlich im ganzen Netzwerk mehr Speicher. Eigentlich ganz praktisch das Ganze, allerdings haben die sich quasi selbst gehackt. Und zwar mit einem fest einprogrammierten Benutzer-Account, und zwar mit dem Namen ZWYFP und einem fixen Passwort, das beides in einer Binärdatei im Klartext lesbar war. Im Endeffekt, was das bedeutet, jeder konnte, wenn er wollte und wenn er im selben Netzwerk war, also wenn der Zugriff von außen quasi nicht verhindert wurde, sowohl mit SSH als auch über das Webinterface drauf zugreifen und natürlich alle Daten leerräumen, wenn man so möchte. In meinem Fall ist das jetzt nicht so schlimm, weil man mein NAS nicht von außen erreichen kann, aber in vielen Fällen konnte man solche NAS oder VPNs von außen erreichen und das ist absolut katastrophal. Zusätzlich wurde das Ganze bekannt, bevor es einen Patch gab. Das heißt, das war noch ein bisschen arg viel schlimmer, denn was soll man tun? Wenn es keinen Patch gibt, kann man nicht wirklich irgendwas machen, außer das Gerät komplett offline nehmen, was für viele nicht in Frage kommt, weil sie das Gerät einfach für ihre tägliche Arbeit oder für ihr tägliches Leben brauchen. Das bedeutet, ja, das war ein bisschen problematisch. Jetzt sind allerdings Patches rausgekommen und zwar heute. Heute sind Patches rausgekommen, das heißt, eure Firmware sollte dringend aktualisiert werden und ja, wenn ihr so ein Gerät habt, go for it, tut es ganz, ganz schnell. Kommen wir aber nun zum Lacher der Woche, wobei man sagen muss, dass das ein sehr zynischer Lacher ist. Und zwar geht es um einen Kollegen, der einen Mining Rig aufgebaut hat. Ein Mining Rig ist im Endeffekt eine Ansammlung von Grafikkarten, die nichts anderes tun, als neue Kryptowährungen zu schürfen. Ihr kennt den Begriff vielleicht. Ich will jetzt hier nicht genau ins Detail gehen, ihr könnt euch gerne meine Playlist dazu auf dem Hauptkanal angucken. Was im Endeffekt allerdings das für ein Mining Rig ist, ist das Interessante. Und zwar handelt es sich hierbei um 78, ich wiederhole, 78 RTX 3080. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie er da dran gekommen ist. Ich kann es mir eigentlich nur durch einen Deal mit Nvidia vorstellen, denn 78 Grafikkarten zu bekommen, generell eine zu bekommen, ist schon sau schwer gewesen. Im Endeffekt, diese 78 Grafikkarten hätten wahrscheinlich so circa 100.000 Dollar gekostet, sorry.
Und ja, im Endeffekt, was der macht, er lässt sie die ganze Zeit auf Hochtouren laufen. Das bedeutet, die fressen natürlich auch Strom ohne Ende. Übrigens so, da wo er wohnt, ist der Strom ungefähr so auf einem Drittel des Preises wie von hier. Und er zahlt dafür ca. $1,400 im Monat. Der Punkt ist allerdings, selbst wenn die Kryptowährungen jetzt nicht mehr weiter ansteigen, er meint ungefähr so viel, dass er das gesamte Mining Rig, also die $100,000, die er da rein investiert hat, innerhalb von 9,5 Monaten wieder raus hat. So viele Kryptowährungen meint er damit. So, jetzt bevor alle anfangen, sich hier auch irgendwelche Grafikkarten zu kaufen und nur noch Mining zu betreiben, für euch lohnt sich das höchstwahrscheinlich nicht. Ihr könnt gerne mal selbst nachrechnen, wie gesagt, Playlist ist in der Endkarte verlinkt. Und zwar, hier in Deutschland ist der Strom einfach dreimal so teuer, was im Endeffekt bedeutet, es lohnt sich höchstwahrscheinlich überhaupt nicht. Was ihr allerdings machen könnt, ist natürlich, wenn ihr Fett-Solarkollektoren auf euer Haus draufpackt, dann zahlt ihr nicht mehr wirklich was für den Strom. Und wenn ihr zu viel Strom habt, stellt euch einfach ein Mining Rig rein, was im Endeffekt nur dann meint, wenn ihr gerade genug Strom habt. Das wäre was, was ich gerne machen würde. Allerdings, ich bin kein Hausbesitzer. Das heißt, ich kann hier nicht entscheiden, was aufs Dach hochkommt. Und das ist natürlich sehr sad, ne? Aber ja, so ist das Leben. Kommen wir allerdings zum Win der Woche. Und hier habe ich auch wieder zwei für euch, denn diese Woche war auch wieder eine sehr gute Woche. Ihr habt gemerkt, wenig Hacks, viel geile News. Und ja, diese Woche zwei Wins der Woche, wobei die beide echt mindblowing sind, wenn man das so möchte. Und zwar haben wir als allererstes mal eine künstliche Intelligenz. Die nennt sich DALL-E, also D-A-L-L-E. Ja? Und ist im Endeffekt eine künstliche Intelligenz, die auf GPT-3 basiert, was ihr vielleicht aus meinem Jahresrückblick von letztem Jahr von den künstlichen Intelligenzen kennt. Der ist natürlich auch in der Endcard verlinkt. Diese KI, DALL-E, die hat es tatsächlich geschafft, jetzt nicht nur den Text zu interpretieren, den man ihr gibt, sondern sogar ein Bild zu erstellen, basierend auf dem Text. Und das ist wirklich sehr gut geworden. Auf dieser Seite findet ihr zwei Beispiele, und zwar einmal mit der Eingabe, ein Stuhl, der die Form einer Avocado hat. Wahnsinnig faszinierend, ich weiß nicht mal, wie man da drauf kommt als Mensch, aber da draußen ein Bild zu machen, ist wirklich beeindruckend. Und dann noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ein Würfel mit der Form oder der Textur eines Stachelschweins. Sieht auch ziemlich cool aus, und ich meine, warum ist sowas jetzt gut? Warum ist das der Win der Woche oder zumindest einer davon? Nun, im Endeffekt kann man sowas wahnsinnig gut benutzen, um zum Beispiel einer KI, vielleicht wenn sie noch ein bisschen weiterentwickelt wird, einfach zu beschreiben, was man gerne möchte. Also ich denke jetzt da gerade zum Beispiel an Architektur. Ich möchte zum Beispiel mein Haus so und so gestalten. Dann kann mir die KI vielleicht ein Haus generieren oder eine Wohnung generieren, die genau das ist. Sie können aber auch Designern vielleicht helfen, neue Ideen zu bekommen. Zum Beispiel einfach sich die Sachen besser zu visualisieren und vorzustellen, und die Designer passen dann die ganzen Sachen, also Möbelstücke zum Beispiel oder Kleidungsstücke, passen sie einfach an, um genau ihren Wünschen zu entsprechen. Aber sie basieren das Ganze quasi auf dem Foto von so einer KI. Fände ich wahnsinnig faszinierend, und ich glaube, dass da noch einiges auf uns zukommen wird. Das ist eigentlich auf jeden Fall eine coole Entwicklung und dementsprechend der Win der Woche. Der zweite Win der Woche geht an Microsoft, denn die haben zum zweiten Mal jetzt schon etwas Cooles ausprobiert, und zwar Datencenter unter Wasser zu haben. Also im Meer tatsächlich zu haben. Und warum würde man sowas tun? Das klingt erstmal absolut kontraintuitiv, denn man muss ja so einen riesigen Tank einbauen, und da drin muss quasi alles sein, und irgendwie kann ich ja auch meine ganze Hardware dort drin nicht ersetzen und alles. Das ist ein riesiges Problem, denn hin und wieder mal muss man natürlich die Hardware ersetzen. Gerade wenn wir von Festplatten reden, die gehen regelmäßig kaputt. Und auch andere Hardware möchte upgraded werden, denn die Hardware veraltet und ist dann halt nicht mehr so leistungsfähig. Trotzdem sind solche Data Centers definitiv eine gute Lösung, so sagt Microsoft. Und zwar, man hat extrem gute Energiequellen zum quasi Wärme ableiten. Das bedeutet, man kann einfach das Meerwasser benutzen, um die extreme Wärme, die von so einem Data Center generiert wird, da reinzuspeisen. Wasser kann sehr viel mehr Wärme aufnehmen und gibt die dann einfach wieder an die Luft ab, wenn es quasi nach oben transportiert wird. Das heißt, man muss sich nicht mehr so sehr darum kümmern, ob da jetzt wirklich immer genug Frischluft dazu kommt. Außerdem ein weiterer Vorteil, den Sie hier ansprechen, und den fand ich persönlich sehr interessant: wenn das Data Center innerhalb des Meeres ist, ist es immer noch ein bisschen näher zu den Küstenregionen, als wenn es irgendwo im Inland ist, wo Wüste ist, wo quasi niemand irgendwas davon hat. Und an den Küstenregionen sind normalerweise immer die meisten Personen beheimatet. Das heißt, die meisten Städte haben irgendwie Küstennähe, und dementsprechend ist der Weg zu dem Data Center sogar kürzer, als wenn es auf Land ist teilweise, je nachdem, wo eben diese
dieser Landfleck gerade ist. Absolut faszinierend meiner Meinung nach und dementsprechend eine sehr interessante Entwicklung. Vielleicht, wenn man das Ganze noch mit KI kombiniert, die dann von selbst irgendwie erkennt, wenn eine Festplatte defekt ist und die dann auswechselt, sodass man quasi den Tank nur noch sehr, sehr selten anfassen muss, dann könnte man das wahrscheinlich echt gut durchziehen. Kommen wir allerdings zum Fail der Woche und der kommt von Telegram. Denn Telegram hat eine neue Funktion, die nennt sich Nearby. Nearby bedeutet so viel wie in der Nähe. Das bedeutet, man kann quasi Leute scannen, die in der Nähe sind. Man bekommt eine Distanz angezeigt zu einer anderen Person. Warum ist es nützlich? Naja, im Endeffekt könnte man sich so verabreden, um zum Beispiel gemeinsam auf Events zu gehen, wenn man dieselben Interessen hat, wie man das zum Beispiel in Social Media machen könnte, wie zum Beispiel auch bei Facebook, meine ich, war das mal ein Thema, oder bei Dating-Apps wie Lovoo. Das Problem an der ganzen Sache ist, und das war auch schon bei Lovoo der Fall, dass man das Ganze triangulieren kann. Das bedeutet, ich kriege natürlich nur die Entfernung zu meinem Gegenüber. Ja, das ist relativ ungenau, das Ganze. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, in welche Himmelsrichtung derjenige von mir vielleicht 30 Kilometer entfernt ist. Aber was ich jetzt machen kann, ist Folgendes. Ich simuliere mir einfach meinen Standort an mehrere Orte. Und dort, wo sich die Punkte quasi schneiden, dort kann ich dann relativ genau mein Gegenüber festlegen und weiß ziemlich genau eigentlich, wenn ich ein paar Punkte mir messe, wo der ist. Das Ding ist jetzt allerdings, ich muss mich nicht um die Person drumherum bewegen und die ganze Zeit auf mein Handy gucken, um rauszufinden, wo er ist, sondern ich kann einfach mein GPS faken. Das ist natürlich überhaupt kein Problem, das gibt es sogar Apps dazu und ansonsten kann man das mit den Entwicklertools wunderbar machen und kann quasi mich simulieren, wo ich eigentlich bin. Und dementsprechend kann ich vom Sofa aus alle identifizieren und ihren Standpunkt relativ eindeutig festlegen, die ich möchte. Und das ist nicht so angenehm, deswegen hier ein klares No-Go und dementsprechend der Fail der Woche. Der Aufreger der Woche geht allerdings diese Woche an WhatsApp, ein weiterer Messenger, der im Negativen vertreten ist diese Woche. Und ja, das ist auch absolut verständlich, denn ihr habt wahrscheinlich auch schon die Meldung bekommen, wenn ihr WhatsApp-Nutzer seid, und zwar, dass man auf die neuen AGB und die neuen Datenschutzrichtlinien zustimmen muss. Wenn ihr das nicht tut, dann wird tatsächlich euer Konto gelöscht innerhalb von 120 Tagen, was nicht allzu viel ist, weil viele Leute vielleicht nicht so regelmäßig in WhatsApp reingucken, aber ich schätze mal 120 Tage sollten da ausreichen. Dieses Löschen übrigens, hat WhatsApp gesagt, ist nur dazu da, um die Privacy, also die Privatsphäre zu schützen. Und das natürlich ziemlicher Bullshit ist, wenn man bedenkt, was die neuen Datenschutzrichtlinien eigentlich sagen. Denn die neuen Datenschutzrichtlinien besagen, dass die Daten ab sofort mit Facebook und anderen Facebook-Unternehmen geteilt werden dürfen. Oder müssen, besser gesagt. Das bedeutet, Instagram bekommt die Daten von WhatsApp, WhatsApp bekommt die Daten von Instagram, Facebook hat die Daten von WhatsApp, Facebook hat die Daten von Instagram und so weiter und so fort. Und darüber werde ich tatsächlich nächste Woche ein separates Video machen, denn eigentlich sind ja WhatsApp-Chats verschlüsselt. Das heißt, aus den eigentlichen Chats kann Facebook ja keine Informationen ziehen. Trotzdem sind diese Daten extrem sensibel. Freut euch da also auf nächste Woche und klickt definitiv unten mal die Glocke an, denn die wird euch über das neue Video informieren. Kommen wir allerdings zu den Politik-News. Und diese Woche zum Glück nichts aus Deutschland oder der EU, sondern etwas aus Singapur. Singapur hat natürlich auch eine Corona-App, die nennt sich Trace Together. Und diese App muss jetzt installiert sein, wenn ihr in öffentliche Einrichtungen wollt. Das bedeutet, ihr dürft ohne die Trace Together-App nicht mehr in Singapur in öffentliche Einrichtungen gehen. Und was noch viel schlimmer ist, eigentlich wurde versprochen, dass die App oder die App-Daten besser gesagt nur den Gesundheitsministerien zur Verfügung stehen. Allerdings hat jetzt der Staat beschlossen im Nachhinein, dass die ganzen Daten auch an die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden gehen, um eben sowas wie Corona-Partys etc. zu verhindern. Der Punkt an der ganzen Sache ist natürlich, dass das erst im Nachhinein beschlossen wurde und dass das ein ziemlicher Eingriff ist eigentlich in die Privatsphäre der Menschen, weil immerhin nach dem Zwang für öffentliche Einrichtungen jetzt über 4,5 Millionen Mal die App mehr runtergeladen wurde. Das heißt, die Bürger dort werden absolut überwacht, ob sie jetzt infiziert sind oder sein könnten oder nicht. Das Ganze kann allerdings bei uns in Deutschland zum Glück nicht gemacht werden, denn die Daten sind komplett anonymisiert. Das heißt, selbst die Daten, die die Gesundheitsministerien haben von der Corona-Warn-App in Deutschland, die können nicht zur Identifikation genutzt werden. Das heißt, da geht tatsächlich gar nichts. Und was noch dazu kommt, der Datenschutz in Deutschland erlaubt es nicht,
im Nachhinein etwas daran zu ändern. Das heißt, die Daten, die jetzt gerade von der Corona-Warn-App irgendwie irgendwo lagern, die dürfen an niemanden weitergereicht werden, sonst wäre das verfassungswidrig und dementsprechend würde das vor Gericht landen und würde nicht durchkommen. Das heißt, das Ganze würde sofort quasi verschwinden wieder. Also zum Glück bei uns in Deutschland nicht, aber andere Länder haben es dann nicht so gut. Deswegen hier mal ein kleines Props an die Corona-Warn-App bzw. an den Datenschutz eigentlich auch in Deutschland, zumindest in vielen Fällen. Abschließend möchte ich wie immer mit dem Bericht der Woche und hier ein Bericht, der auch wieder die Gamer unter euch interessieren könnte, denn es gibt eine neue Langzeitstudie über aggressives Verhalten und Zusammenhang mit Computerspielen. Tatsächlich wurden seit dem Jahr 2007 500 Probanden verfolgt, also quasi ob oder wie sich ihr Aggressionsverhalten verändert, wenn sie zocken oder wenn sie nicht zocken. Am Anfang gab es einige Probanden, die hohes Aggressionsverhalten hatten, danach gab es Probanden, die mittleres Aggressionsverhalten hatten und dann gab es relativ viele, 73% der Probanden hatten niedriges Aggressionspotenzial. Und ja, die haben alle gezockt. Der Titel, der in der Überschrift genannt wurde, war im Endeffekt GTA 5 bzw. GTA generell. Und naja, man hat tatsächlich rausgefunden, es hat keinen Zusammenhang. Surprise, surprise. Allerdings schaut euch vielleicht den ganzen Bericht an, denn die ein oder andere Überraschung findet ihr dort sicherlich. Denn ja, zum Beispiel die mit dem mittleren Gewaltpotenzial oder Aggressionspotenzial hatten nach der Studie das höchste Aggressionspotenzial. Weil vielleicht auch bei den Probanden, die ein hohes Aggressionspotenzial hatten, eine Depression vorher festgestellt wurde. Das ist alles ein riesiger Zusammenhang und ich glaube, man sollte nicht so naiv sein, das aufs Gaming zu reduzieren, was die Studie zum Glück auch nicht getan hat und hier definitiv ein weiterer Fortschritt ist, dass Gaming ein bisschen mehr akzeptiert wird und nicht gleich als gewaltverherrlichend dargestellt wird. Dementsprechend schaut da gerne rein. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.